Den bitte einmal auf den Flur zu treten, sich ein schönes Plätzchen zu suchen, denn wir werden einmal kurz die Absperrung schließen und dann kann es auch in 2 Minuten losgehen mit unserer Präsentation. Wenn Sie einmal den Jens, meinen lieben Kollegen, durchlassen würden, er hat nämlich das Absperrband bitte einmal in die andere Richtung. Wunderbar. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Messestand von Festo. Wie Sie hören und vielleicht auch schon gesehen haben, beginnen wir mit unserer Präsentation. Wenn Sie einmal über Ihre Köpfe schauen, und ich bin sicher, Sie haben sie schon entdeckt, sehen Sie unsere diesjährigen Flugobjekte. Das sind unsere Emotion Spheres. Diese und viele weitere Highlights aus dem Bereich der Bionik, aber auch aus dem Bereich der Future Concepts möchten wir Ihnen sehr gerne in den nächsten Minuten vorstellen. Bevor wir loslegen, möchte ich Ihnen einmal gerne unser Präsentationsteam vorstellen. Dr. Nina Geisert zu meiner Linken, aber auch Georg Berner und Eberhard Klotz, aber auch meine liebe Kollegin, die Laura. Wir möchten natürlich, dass keiner von Ihnen das kleinste Detail verpasst. Der Messestand ist ja recht groß. Aus diesem Grund haben wir ein paar Bildschirme angebracht. Einmal hier oben, zu dieser Seite, auch direkt hinter uns. Und auch für die Damen und Herren, die sich ganz links befinden, haben wir 2 Bildschirme angebracht. Ich werde Sie immer wieder darauf hinweisen, wenn es etwas Tolles zu sehen gibt, denn meine liebe Kollegin, die Laura, wird diese Highlights für Sie filmen und direkt auf die Bildschirme projizieren. Ja, mein Name ist Doro Gelmer und ich freue mich sehr, wenn Sie uns ein paar Minuten Ihrer Zeit schenken möchten. Liebe Nina, lass uns doch einmal direkt über die Emotion Spheres sprechen, die hier gerade über unseren Köpfen kreisen. Ich sehe da so ein paar Propeller. Haben die diese in die Lüfte gehoben? Genau, die Emotion Spheres haben jeweils 8 Propeller. Und diese Propeller sind wirklich ein Novum in der Luft- und Raumfahrttechnik. Die liefern nämlich gleich viel Schub in die Aufwärts- und in die Rückwärtsrichtung. Mhm. Und zwar sind die Propeller nur aus einem ganz dünnen Rahmen gemacht und mit einer dünnen Folie bespannt. Diese Folie kann in die eine Richtung umschlagen oder in die andere, je nach Drehrichtung. Und das Ganze haben wir uns von der Libelle abgeguckt, die wir letztes Jahr als Bionicopter hier fliegen lassen haben. Okay, bei vielen Flugobjekten sitzt ja irgendwo ein Herr oder eine Dame und steuert das Ganze mit einer Fernsteuerung. Ich sehe hier niemanden. Wie werden die denn gesteuert? Die Kugeln können entweder vorprogrammierte Pfade abfliegen oder sie können auch im Schwarmverhalten hier über den Stand fliegen und halten dann gewisse Regeln ein. Dazu müssen sie aber wissen, wo sie sind. Und dafür haben wir hier ein Indoor-GPS. Ganz oben auf den Stangen sind kleine Kameras installiert. Diese Kameras sind Infrarotkameras. Und dann haben wir aktive Marker auf den Kugeln, die blitzen für Millisekunden auf. In genau gleichen Moment machen die Kameras ein Foto und so wissen die Kugeln genau, wo sie sind. Das heißt, wir könnten jetzt auch eine Kugel herausnehmen und die würden sich dann trotzdem wieder anordnen. Das sind Verhaltensregeln, die vorprogrammiert sind. Wir könnten eine Kugel nehmen, mit ihr machen, was wir wollen, und die anderen würden sich dann auf dieses Verhalten anpassen. Okay. Dazu
brauche ich aber eben dieses Indoor-GPS und ich muss sicherstellen, dass die Kugeln immer genau mit den Kameras synchronisiert sind und miteinander kommunizieren. Jetzt sieht diese Choreografie, dieses Luftballett, das wir hier sehen, ja nicht nur wunderschön aus, sondern wir können das anschließend auch wirklich in der Anwendung einsetzen. Was könnten wir uns für Anwendungsfelder vorstellen? Die Kommunikation zwischen Kugel und Kamera ist zum Beispiel etwas, was bestimmt in der Fabrik der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird. Dort werden Maschinen miteinander interagieren und kommunizieren. Zusätzlich können wir aber auch die Kugeln ganz direkt hier auf der Messe verwenden, um Leute an eine bestimmte Position zu dirigieren. Wir können auch das Indoor-GPS verwenden, um zum Beispiel Güter in einer Fabrikhalle nachzuverfolgen. Super, wir sind also gespannt, wie es mit dieser Technik weitergeht. Liebe Lina, herzlichen Dank. Und meine Damen und Herren, Sie sehen jetzt, unsere Emotion Spheres werden langsam aber sicher wieder zu ihren Ladestationen zurückkehren, ein kleines Schläfchen machen, sich aufladen und dann nachher zur vollen Stunde wieder fliegen. Und wir kommen direkt zu unserem nächsten Beispiel, von einem schwebenden Objekt direkt zum nächsten. Lieber Georg, du hast uns nämlich den Supraleiter mitgebracht. Und jetzt stelle ich einmal die Frage ins Publikum. Wer von Ihnen weiß, was ein Supraleiter kann? Handzeichen bitte. Ach, guck mal, da gehen sogar ein paar nach oben. Ich hatte keine Ahnung, ich gebe es zu. Jetzt kommt der Mann mit dem Mikrofon. Oh, oh, nein. Georg, erklär du es doch, was so ein Supraleiter macht. Wollen wir es zusammen machen? Okay. Also, bei so einem Supraleiter hat man einen sehr geringen, fast vernachlässigbaren elektrischen Widerstand. Aha. Und damit kann man starke magnetische Felder aufbauen, wenn man richtig einsetzt. Das klingt sehr gut. Schön, zum Beispiel, um eine kleine Schwebebahn zu bauen oder... Ja. Hervorragend. Optimal. Falls Sie schon mal einen in der Hand gehabt haben, den brauche ich wieder zurück, aber so sieht der aus. Also... Na, dann lass es lieber da, ich brauche ihn nochmal. Soll ich den weitergeben, sagt er? Nein, nein, ich glaube, den will der Georg wieder zurück. Also, es schaut komplett unspektakulär aus, leitet den Strom nicht besonders, ist nicht magnetisch, ist nicht besonders hübsch, aber wenn man den abkühlt, so wie der Herr es sagt,